Ein Sprichwort sagt ja, wer kein Ziel hat, wird auch nie da ankommen. Aber kein Mensch möchte irgendwo ohne Ziel ankommen, sondern möchte nach einem Prinzip und nach einem Ziel sein Leben gestalten und auch Dinge erreichen. Gott selber gibt uns in der Bibel Prinzipien und auch Ziele. Wir sagen ja, dass die Bibel spricht, nämlich Gott hat in der Bibel Botschaften an uns gerichtet. Und genau über so eine Geschichte möchte ich heute berichten, über einen Menschen, der eine Botschaft von Gott empfangen hat, aber sein Ziel nicht wirklich beachtet hat. Es geht um einen jungen Mann, der hat von Gott eine Botschaft gekriegt, in eine gewisse Stadt, in ein gewisses Land zu gehen. Und zwar heißt dieser junge Mann Jona. Und dieser Jona, der ging gegen diese Regeln, gegen dieses Wissen, gegen die Richtungsvorgaben Gottes, zwar zum Hafen, zwar kaufte er sich ein Ticket, aber er kaufte nicht das Ticket zu dem Ort, den Gott ihm vorgegeben hat, sondern er suchte sich ein anderes Ziel aus. Ja, viele Ziele gibt es im Leben, aber es gilt darum, das richtige Ziel zu treffen. Und dieser Jona, er hat von Gott etwas gewusst. Dieser Jona, er hat nicht nur eine Botschaft, sondern einen direkten Auftrag empfangen. Vielleicht bist du oder auch ich nicht ein Mensch, der wirklich einen direkten Auftrag wortwörtlich von Gott empfangen hat, wo Gott zu uns gesprochen hat. Aber jeder von uns entdeckt früher oder später Perlen in der Bibel, die uns eine Richtung aufzeigen. Und jetzt gilt es daran, diese Richtung festzuhalten. Es gilt daran, nicht wieder umzudrehen, nicht wieder umzukehren und sagen, ich schmeiß alles weg und gehe wieder irgendeinem Ziel nach, was ich mir selber ausgedacht habe. Ja, Gott zeigt uns Richtungen und Ziele, um unser Leben zu erquicken, um uns aufzubauen und um uns letztendlich an ein vollkommenes Ziel zu führen, nämlich an eine wirkliche Gemeinschaft mit ihm. Die Bibel spricht nämlich auch von einem ewigen Leben. Jetzt, wie sieht sowas aus? Oftmals, wie gesagt, finden wir etwas in Gottes Wort, in der Bibel, was allerdings unserem persönlichen eigenen Leben nicht ganz mit unserem Leben nicht übereinstimmt. Und dann neigen wir sehr schnell dazu zu sagen, es ist mir zu viel. Dieses Ziel kann ich nicht verfolgen. Aber genau wenn es um solche Ziele geht, hat Gott uns eingeladen, ihn auch zu bitten, uns zu begleiten, dieses Ziel zu erreichen. Ja, dieser Jona hat sich geweigert und ist in einen anderen Hafen, in eine andere Stadt, in einen anderen Ort gefahren. Und unterwegs hat er alles das erlebt, was kein Mensch eigentlich erleben will. Gewitter, Krisen, Dunkelheit, Einsamkeit und Angst. Und die Konsequenz daraus war, dass diese Menschen, mit denen er gereist ist, ihn als schuldig befunden haben, eine falsche Richtung ausgewählt zu haben und haben ihn über Bord ins Wasser geschmissen. Ja, dieser Jona musste diese Dunkelheit erleiden und jeder weiß, dass diese Geschichte vielleicht oft wie eine Kindergeschichte interpretiert wird, aber sie zeigt, was passiert, wenn man die Zielrichtung Gottes nicht mehr einhält. Man landet vielleicht in der Dunkelheit, wie es eben in einem Fischbauch ist. Ja, Jona war 3 Tage und 3 Nächte in diesem Fischbauch gefangen und hat dort nichts wie Angst und Dunkelheit erlebt. Aber zum Glück können wir uns auch vertrauen, wenn wir vielleicht merken, wir haben unser Ziel nicht mehr vor Augen gehabt. Wir haben es nicht mehr angepeilt, wir haben den Kompass nicht mehr ausgerichtet. Können wir dennoch vertrauen, dass Gott uns an der Hand nimmt und uns zu einem sicheren Ziel, zu einem sicheren Hafen führen möchte. Ja, wenn Gott dich ein Ziel in seinem Wort, in der Bibel erkennen lassen hat, dann folge auch diesem Ziel. Auch wenn es in deinem Leben eine Herausforderung ist, auch wenn es vielleicht bedeutet, ja, über einen Stein zu klettern, dann überwinde dich selber, überwinde die Schwierigkeiten und folge dem Ziel. Dreh dich nicht um und richte dich nach anderen Dingen aus. Denn nur wer ein Ziel hat, der wird auch dort ankommen.